Ein vollbeladener 38-Tonnen-Zug mit seinen 320 PS bzw. 235 kW-Motor ist ein ganz schönes Paket Masse und Kraft. Die moderne Technik bemüht sich, dass der Lkw-Fahrer in seiner Arbeit entlastet wird und stattet dieses Kraftpaket mit allem erdenklichen Komfort aus. So mag sich dann auch mancher Fahrer eines Lkw-Zuges eher wie im Pkw vorkommen und beschleunigt sein Fahrzeug bis zu einer Endgeschwindigkeit, die früher einem Pkw alle Ehre gemacht hätte. Doch Achtung! Ein Lkw gehorcht anderen Gesetzen als der Pkw, selbst wenn er die hohen Geschwindigkeiten fahren dürfte. Grundsätzlich sind die Höchstgeschwindigkeiten eines Lkw durch das Gesetz beschränkt. So darf er auf Autobahnen nicht mehr als 80 km pro Stunde und auf anderen Straßen nicht mehr als 60 km pro Stunde fahren, wenn sein Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen liegt oder wenn ein Anhänger mitgeführt wird. Innerhalb geschlossener Ortschaften gelten für ihn natürlich auch die üblichen 50 km pro Stunde. Mit der Ausnahme, dass durch Verkehrszeichen eine höhere Geschwindigkeit zugelassen ist. Die Geschwindigkeitsbeschränkungen haben ihren Grund. Hier soll gezeigt werden, welche Probleme der Lkw mit hohen Geschwindigkeiten hat. Wenn bei zu hoher Geschwindigkeit eine Vollbremsung vorgenommen werden muss, dann kann der Lastzug einknicken. Der auflaufende Anhänger droht auszubrechen und schiebt somit auch das Zugfahrzeug zur Seite. Wenn dies geschieht, gerät der Zug aus der Kontrolle.